Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zöller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 31. August. Gut, und wir beginnen am heutigen Donnerstag zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tageschart, wo wir am Vortag weiter über die Ichimoku-Wolke nach oben ausgebrochen sind, damit ein langfristiges Long-Signal generiert haben. Wir notieren vorbörslich aktuell im Bereich von 4.520 Punkten am heutigen Donnerstagmorgen und nehmen damit Kurs auf den Widerstandsbereich hier bei 4.540 Punkten. Solange wir über der Ichimoku-Wolke notieren, ist nur mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Kurzfristige Korrekturen sollten bereits hier an der oberen Begrenzung, wo auch das Vortagestief markiert wurde, wieder auslaufen. Und sollten wir auch im S&P 500 den Widerstandsbereich um 4.540 Punkte nach oben durchbrechen, dann wäre der nächste Anlaufbereich die runde Marke von 4.600 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX, wo wir zunächst nicht weiter ansteigen konnten und den Widerstandsbereich um 16.000 Punkte bisher nicht überwinden konnten. Trotzdem konnten wir uns weitgehend über der Marke von 15.900 Punkten halten, wobei 15.899 Punkte auch der 50er EMA notiert. Solange wir die Marke von 15.900 Punkten verteidigen können, wäre dann auch hier mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen, erneut zur Marke von 16.000 Punkten. Brechen wir über 16.000 Punkte nach oben durch, wäre der nächste Anlaufbereich bei ungefähr 16.030 Punkten, darüber dann bei 16.100 Punkten. Mittelfristig ist aber auch im DAX mit aktuell weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange wir hier den 10er EMA verteidigen können, der aktuell bei 15.800 Punkten an der nächst tieferen Unterstützung notiert. Gut, und dann kommen wir zu den Markierungslinien für den heutigen Donnerstag. Da befindet sich der Short-Bereich heute zwischen 16.030 und 16.080 Punkte und der Long-Bereich zwischen 15.720 und 15.770 Punkte. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading.